Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier bei meinem PHP 5 Lehrgang für Einsteiger. Und hier weiter unten wollen wir uns mit der sogenannten Else-If-Abfrage beschäftigen. Die unterscheidet sich hier von der, die wir in der 26. Lektion kennengelernt haben. Schauen wir uns gleich an einem praktischen Beispiel an. Es ist wieder ein Teil einer If-Abfrage. If-Abfragen sind immer wieder mit einer Bedingung versehen. Also if zum Beispiel $c hat einen bestimmten Wert und der in dem Fall größer ist als d, das ist hier die Bedingung herinnen. Hier wird wieder einer Variable ein Wert zugewiesen, hier wird einer Variable ein Wert zugewiesen. Und wenn eben diese Bedingung erfüllt ist, dann wird das, was in der Zeile 5 steht, hier dann dementsprechend ausgeführt. Dann würde geschrieben werden, $c ist größer als $d. Das stimmt hier auch, weil ja 10 größer als 5 ist. Und dann gibt es aber hier noch else if. Und else unterscheidet sich von der else-Abfrage dadurch, dass man hier noch eine Bedingung hinzufügen kann. Wenn $c gleich $d ist, und hier wieder nicht vergessen, ich habe schon einmal darauf in einer anderen Lektion hingewiesen, man muss zweimal das Gleichzeichen machen, wenn man abfragen möchte, ob etwas gleich ist. Das ist in dem Fall nicht der Fall, ja, also nicht gleich. Und wenn das beiden Bedingungen nicht erfüllt werden, dann kann man die else-Abfrage dann verwenden, dann würde hinschreiben, $c ist kleiner als $d. Das heißt, Unterschied zwischen else und else besteht daran, dass ich hier nochmal zusätzlich eine Bedingung erfüllen kann. Also ich fange mit if an, mache immer wieder else if und kann dann meine Abfragen immer weiter oder genauer gestalten. Ja, probiert das mal genau aus anhand dieser Aufgabenstellung. Und von meiner Seite ein Danke fürs Zuhören, Zusehen. Danke.